Jugendhallenmeisterschaften des Tennisverbandes Berlin-Brandenburg auch diesmal wieder in der Havelland-Halle in Seeburg. 4 neue Titelträger wurden gesucht. Wir haben, glaube ich, qualitativ sehr hochwertige Meisterschaften gesehen. Es waren von uns auch fast alle der Spitzenjugendlichen dabei. 2, 3 Spieler haben gefehlt aufgrund internationaler Turniereinsätze. Ansonsten waren die Besten dabei. Am Vormittag mussten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst noch in den Halbfinals bewähren, sich messen, um da zu sehen, wer in die Finals einziehen durfte. Wirklich gute Finalspiele gesehen und auch sehr verdiente Sieger. Natürlich haben die Finalisten es den Siegern auch sehr schwer gemacht. Wir hatten in der U16 bei den Mädels, die Julia Zuli gewonnen hat, die darf noch in der U14 spielen, ist also deutlich jünger, 2 Jahre jünger als Konkurrenz sozusagen. Trotz der eigentlich zu hohen Altersklasse U16 konnte sich die erst 13-jährige Julia Su vom SCC Berlin im Finale souverän mit 6:1 und 6:2 gegen die 14-jährige Svetlana Samarcic von Blau-Gold Steglitz durchsetzen. Ich bin die Julia Su und ich spiele für den Verein SCC Berlin. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr die deutsche Meisterschaft U14 zu gewinnen. War im letzten Jahr auch deutsche Meisterin in der U13 Altersklasse im Doppel zusammen mit der Helena Buchwald. Also von ihr können wir auch in diesem Jahr sehr viel erwarten, eben auch auf nationalen und internationalen Turnieren. Genauso von der Sandra Strombach, die in der U18 gewonnen hat, die genauso wie bei den Jungs der Jonas Hartenstein beide schon eben international aktiv sind. In der U18 gewann Sandra Strombach vom LTTC Rot-Weiß nach einem starken Spiel ganz souverän in 2 Sätzen, 6:2 und 6:1 gegen ihre Gegnerin vom TC Grün-Weiß, Sofia Afantieva. Mein Name ist Sandra Strombach und ich bin vom LTTC Rot-Weiß und ich habe gerade die U18 Berliner Meisterschaft gewonnen. Da steht schon das nächste Turnier an bei den Damen, also nicht bei den U18, sondern bei den Damen Berliner Meisterschaften. Und ich habe letztes Jahr gewonnen und dieses Jahr versuche ich wieder den Titel zu verteidigen. In der U16 der Jungs konnten sich sowohl Michael Akwi von Blau-Gold Steglitz als auch Markus Malajczak vom SCC für das Finale qualifizieren. Nachdem Michael Akwi den ersten Satz noch verloren hatte, drehte er das Spiel und gewann dann schließlich doch noch in 3 Sätzen 4:6, 6:1 und 6:4. Und auch der Michael Agwi in der U16, der bisher international noch nicht so in Erscheinung getreten ist, natürlich auch noch jung und eine gute Zukunft, denke ich, da auch vor sich. Ich denke, der wird auch diesen Schritt jetzt gehen, eben auf die noch größeren Turniere. Den letzten Titel des Tages sicherte sich Jonas Hartenstein vom LTTC Rot-Weiß. Er gewann im Finale der U18 mit 6:3 und 6:2 gegen Pit Malajczak, der wie sein Bruder Markus für den SCC spielt. Ich bin Jonas Pellartenstein, 17 Jahre alt, spiele für den LTTC Rot-Weiß Berlin. Für die nächste Zeit werde ich ein paar ITF Juniors spielen, wahrscheinlich in Tschechien, Polen und die 2 in Deutschland. Die 4 neuen Hallenmeister des TVBB konnten also gefunden werden und alle starten nun mit diesem Erfolg und großem Selbstvertrauen in das neue Jahr voller Wettkämpfe.